Was ist das? Dieser Alarm? Was? Tja. Du glaubst, das Gesetz ja, Schnauze. Steht unter meinem Schnauze. Kommando. Sicherheit. Waffen. Seine gesamte. Die Zeit ist gegen. Ich will jetzt erstmal wissen, wo der scheiß Ausgang ist. So, Fresse. Ah, da komme ich nicht durch. So, ich will jetzt erstmal wissen, wo der Ausgang ist. Vielleicht ist er ja doch nah genug, dass wir rauskommen, wenn es drum geht. Komm, weg mit dir. Alter, was ist denn das jetzt? Ich weiß gar nicht, wo ich lang muss. Ich muss einfach runterspringen, ne? Ja, tatsächlich. Da oben ist der Ausgang. Spring doch! Nein! Oh, nein! Raus! Alter! Okay, das schaffen wir gerade mit Rennen, schaffen wir das ja gerade so. Alter! Super, jetzt haben wir 30 Dings liegen lassen. 30 Bahnen liegen lassen. Und hier backt's wieder so wunderschön. Die Framerate ist gerade praktisch tot. Ja, yeah, Stufenaufstieg. Super. Stufenaufstieg? Ah, okay. Freunde, wie viel haben wir da jetzt liegen lassen? Das gibt's doch nicht. Aber wir haben das ausgewehrt. Das ist doch schon mal was. Immerhin, immerhin, immerhin das. So, was machen wir jetzt? Reparieren meistens mal auf 65. Sprache. Manchmal auf 95. Was soll's? Warum nicht? Feilschen können wir eigentlich auch mal ein bisschen höher machen, ne? Oder Energiewaffen oder Schusswaffen? Ich weiß es nicht. Ich mache jetzt mal, komme ich mal Energiewaffen noch ein bisschen höher. Fertig. So, und jetzt? Hallo? Hallo? Wo muss ich denn jetzt hin? Ich bin gerade verwirrt. Wo muss ich denn jetzt hin? Ich gehe jetzt nochmal zum Sierra Madre, aber da komme ich ja eh nicht mehr rein, ne? Doch, geht. Hä? Hä, und jetzt? Freunde? Was ist denn jetzt los? Jetzt komme ich gerade draußen raus und es passiert gar nichts mehr, oder was? Hier scheint das Sicherheitssystem mehr Menschen umgebracht zu haben als die Bombe. Hoffentlich gibt es einen Weg aus diesem Casino. Ach, soll ich vielleicht die Dings noch holen? Sollte ich vielleicht die Christine noch holen? Jetzt muss ich aber erstmal suchen, aber... Die müsste ja eigentlich noch hier sein. Aber ich bin doch hier vorhin gar nicht durchgekommen, also jetzt gerade eben. Bei meiner überstürzten Flucht. So, aber hier müsste ja jetzt sein, ne? Hier rechts. Nee, natürlich nicht. Haben wir hier noch was drin? Nee. Na super. Schade, in die Vault kommen wir also nicht mehr. Ich bin jetzt aber gerade ein bisschen verwirrt, was das Ganze jetzt soll. Ist hier irgendwas buggy oder verstehe ich hier einfach irgendwas nicht? Weil wir wurden doch jetzt gerade automatisch rausgebracht. Wir sind ja gerade beim Brunnen rausgekommen. Jetzt ist ja nur die Frage, was sollen wir denn jetzt machen? Ich meine, wir können hier jetzt munter wieder zurücklaufen, aber, wo ist Christine? Und wo sollen wir hin? Ich meine, wir wissen ja gar nicht, wo der Ausgang ist. Wir brauchen ja eigentlich Christine dafür.
Freunde. Ich verstehe es. Ich verstehe es nicht. Soll ich jetzt einfach mal zurückgehen? Ganz zurück? Ich habe halt keine Ahnung, wie wir das machen sollen jetzt. Ins Mojave-Ödland reisen. Dieser Pfad führt vom Sierra Madre zurück zum Mojave-Ödland. Sind Sie sicher, dass Sie nie wieder hierher zurückkehren können? Na, sind Sie sicher, dass Sie gehen wollen? Ja. Freunde, wir gehen. Und verlassen hier das... Ja, das Sierra Madre. Du hast Geschichten vom Sierra Madre Casino gehört, wie wir alle. Diese Geschichte unterscheidet sich von den anderen. Es geht um den Traum von einem Neuanfang und dem Ende. Befreit von Dog und demjenigen, der Dogs Leine hielt, konnte die andere Stimme die Kontrolle übernehmen. Erst über den Geist, dann über die Hülle. Als erstes kümmerte er sich um die Narben an seinem Körper und ließ sie alle langsam ausheilen. Bis auf den gezackten Namen auf seiner Brust. Er dachte kurz daran, ins Sierra Madre zurückzukehren. Aber es war ein Monument der Menschen, das etwas darstellte, das er nicht mehr brauchte. Auf der Suche nach anderen wie ihm begann er, nach Westen zu ziehen. Auf dem Weg sprach er mit dem Kurier, der ihn ein neues Leben beginnen ließ. Dean Domino, Entertainer, Sänger, Dieb, hatte seine letzte Show auf der Bühne des Sierra Madre. Der Raub, den er mehr als 200 Jahre lang plante, scheiterte wie beim ersten Mal, weil er die Stärke seines Partners unterschätzte. Bald, nachdem der Kurier die Villa verließ, schaltete sich ein Licht nach dem anderen ab. Nur Deans Hologramm bleibt auf der Bühne zurück und singt schweigend für einen leeren Raum. Doch so sehr er auch von Reichtum und Ruhm besessen war, das Sierra Madre hatte ihn lange genug gefangen gehalten. Nach Abschluss ihrer Mission fand Christine als Wächterin des Sierra Madre einen neuen Sinn. Schweigend bewachte sie es, aus freien Stücken. Im Lauf der Zeit betrachtete das Geistervolk sie als eines der Hologramme. Schweigend schaute es zu, wenn sie unter ihm wandelte. Ab und an dachte Christine an den Kurier, der ihren Hals aus Elijahs Griff gelöst hatte. Dieser Kurier erinnerte sie an den anderen, den sie in der großen Leere getroffen hatte. Und sie fragte sich, ob die beiden sich je begegnet waren. Sie dachte nicht mehr an die beiden, bis sie die Legenden aus der Kluft hörte. Die Kluft, in der die beiden Boten, die beiden Kuriere, unter einer uralten Flagge am Rande der Welt miteinander rangen. Du hast vom Sierra Madre Casino gehört. Wie wir alle. Von seiner Legende. Von seinem Fluch. Irgendein Blödsinn, dass es angeblich mitten in einer Stadt der Toten liegt. Eine Stadt der Geister. Begraben unter einer blutroten Wolke. Ein helles, leuchtendes Monument, das Schatzjäger in den Tod lockt. Die Illusion von einem Neuanfang, einer glücklichen Fügung. Es zu finden, ist nicht das Problem, sondern das Loslassen. Warten Sie einen Moment, bevor Sie gehen. Ich... Tja, Freunde. Und das war's dann mit diesem... Mit diesem DLC, Freunde, das war ja wohl echt mega geil. Ernsthaft. Sehr, sehr geil. Und natürlich müssen wir jetzt noch eine Sache machen. Nachdem wir hier alles ausgeräubert haben, müssen wir natürlich unsere Goldwaren mal verkaufen. Am besten, wir gehen dann gleich zu den Waffenhändlern. Zu den Waffenschiebern, besser gesagt. Ich will nicht schlafen. Und dann holen wir uns gleich mal ein bisschen was dafür. Freunde, das war mega geil. Jetzt gucke ich mir natürlich jetzt hier nochmal Vater Elijahs
Quartier an, oder ehemaliges Quartier besser gesagt. Hier können wir ja jederzeit wieder zurückkehren. Vater Elijahs Gewänder brauchen wir eigentlich nicht. Und hier steht natürlich auch nochmal ein Verkaufsautomat, wie auch immer er ihn hierher gekriegt hat. Aber das hat er. So, gucken wir mal aufs Terminal. Ich will jetzt wissen, ob hier... Nee, automatische Nachricht des Sierra Madre. Ah, okay. So. Elijahs Holo-Nachricht. Das gucke ich mir jetzt nochmal kurz an. Haben wir uns das schon mal gegeben? Ich glaube nämlich nicht. Für Veronica. Ein seltsamer Sensor da hinten angebracht. Es scheint mit einem Schließmechanismus verbunden zu sein. Hm. Okay. So, Briefkasten. Sierra Madre Chips 100. So, das ist deaktiviert. So, Freunde, dann würde ich doch ganz einfach mal sagen, wir verlassen nun auch den Bunker. Oh, der Partylöwe hinzugefügt. Ah, wir kriegen unser ganzes Zeug wieder zurück. Oh, scheiße, jetzt sind wir aber mega überladen. Und wer war denn jetzt eigentlich das hier? Leiche. Ach, der hat nur Mist dabei. Ach, Schnarch. Super, jetzt sind wir natürlich mega überladen. Kommen wir da eigentlich raus? Wie kommen wir eigentlich hier raus? Ach, da. Okay. So, wir können natürlich jetzt keine Schnellreise machen, weil wir überladen sind, was natürlich sehr, 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 sehr kontraproduktiv ist. Na super, was machen wir jetzt? Wie viel überladen sind wir denn? Scheiße, scheiße. Müssen wir noch einen Goldbarren wegwerfen? Na, definitiv nicht. Huch. Ist die Maus irgendwie ein bisschen zu schnell eingestellt, kommt mir gerade so vor. Wo haben wir denn jetzt... Ich weiß, dass es nicht funktionieren wird. Ich will trotzdem mal wissen, wo jetzt unsere Waffenschieber sind. Unsere guten alten Waffenschieber. Ah, hier oben sind die, ne? Rapcon. Pachtfarmen. Waffenschieber. Ja. Wir setzen uns eine Markierung und marschieren mal durch die halbe Mochave. Na super. Oh, fuck. Okay, wir müssen jetzt ein bisschen Zeug wieder wegwerfen. Ist natürlich jetzt alles ein bisschen blöd, dass wir jetzt das ganze Zeug wegwerfen müssen, aber ganz ehrlich, Freunde, der DLC hat sich gelohnt. 6 Goldbarren haben wir bekommen. Immerhin. Naja, wie gesagt, wir verkaufen die jetzt und dann schauen wir mal, was wir dafür alles kriegen. Ich kann hier irgendwie auch gar nichts verkaufen. Das ist ein bisschen strange. Fallen lassen, wollte ich natürlich sagen. Vorkriegsgeld. Mist, es wiegt ja alles gar nichts. Dr. Möbius OP-Klamotten. Das heben wir auf, allein um der guten alten Zeiten willen. Strahlenschutzanzug, Strahlenschutzanzug. Wir haben davon 2 eigentlich. Tarnanzug MK2. Ich glaube, wir benutzen das wieder, ne? Ja, wir benutzen das wieder. Können wir auch gleich mal reparieren. So, ist die Frage. 14,25. Oh, das ist ja viel besser. Ja, wir nehmen den Tarnanzug wieder. Oh Mann, okay, jetzt müssen wir wahrscheinlich einen Haufen Waffen wegwerfen. Gaussgewehr ist schwer beschädigt. Dynamit wiegt gar nichts. Na super. Was machen wir jetzt? Haha. Ich müsste jetzt quasi... Was wir natürlich einfach machen können, ist... Hast du überhaupt bemerkt, dass du mich anhast? Ach Gott, jetzt weiß ich, wieso ich den aus hatte. Oh Mann. Nein, ich weiß aber, was wir jetzt ganz genau machen. Wir werfen nämlich jetzt das ganze Zeug einfach mal hier hin. Aber die sind viel zu gut, die Sachen. Die kann ich nicht einfach wegwerfen. Mann. Hologewehr. Jagdschrotflinte. Okay, die kann ich mal wegwerfen. Cyberhund wiegt 27. Das ist unfassbar. Kampfgewehr. Alter. 10 mm. Ich schmeiß jetzt einfach mal alles hier hin und hole das später wieder ab. LUG ist natürlich auch mega geil. Das können wir natürlich einfach alles hier liegen lassen. Messersperre. Okay, ganz ehrlich, die legen wir jetzt auch mal hier hin. Ich hoffe, die bleiben auch hier liegen. Also ich will es wirklich hoffen, dass die hier liegen bleiben, weil sonst... Ne? Ihr wisst. So, ja. Messersperre werfe ich jetzt alle hier hin. Verwitterte 10 mm. Sierra Madre Helm, Strahlenschutzanzug...
That money, nee, das behalten wir mal. Wieso haben wir denn jetzt auf einmal... Ich verstehe nicht, wieso wir jetzt so krass überladen sind. Das wiegt doch alles nichts, was wir hier haben, oder? Aufbereitetes Wasser, okay. Nehmen wir mal das und werfen den Rest mal weg. Brauchen wir ja eh fast nie. Wir benutzen es zwar ständig, aber bringen tut es ja eigentlich gar nichts, wenn wir ehrlich sind. Jetzt brauchen wir noch irgendwas, was ein bisschen viel wiegt, was wir dann wegwerfen können, aber das wiegt alles wirklich gar nichts. Das ist ein bisschen lächerlich gerade. Wir müssen auf jeden Fall eine Schnellreise jetzt machen, weil sonst kommen wir hier ja gar nicht mehr weg. Dr. Möbius, Veras Kleid, Inversalaxt, den werfe ich definitiv nicht weg. Wie gesagt, wir lassen das Zeug alles hier liegen und holen es uns später wieder ab, wenn wir es brauchen. Wobei, vom Prinzip her können wir es hier genauso gut liegen lassen, weil es stört ja eh nicht. Oh, und jetzt habe ich halt richtig viel Muni für die Waffe. Geil. Mega geil. Holo-Gewehr werfen wir auch mal hier hin. Dynamit werfen wir auch mal hier hin. Den behalten wir. Das Fernglas werfen wir auch mal hier hin. Und... Kampfgewehr werfen wir auch mal hier hin. Dann werfen wir noch hin das super erhitzte Messer, das kosmische Messer und das LUG und wir sind nicht mehr überladen. So, Stimpack-Reserven ausreichend. So, das müssen wir uns alles gleich wieder abholen, da müssen wir dran denken. Wir haben noch genug Medex. Ja, Schnauze! Betäuben müssen. Oh Mann, dieser blöde Anzug, der nimmt mir hier die ganze Moderation ab. Ich habe den ziemlich auch gleich wieder aus, das stört ja. Vor allem, wenn wir nicht im Kampf sind, ist es ja eh egal. So, jetzt komm. Lade, lade, lade. So. Waffenschieber, hallo. Verkauf, Odron. Zeig mir mal dein Angebot. So, und wir verkaufen natürlich jetzt erstmal was. Super, der hat halt nur 8000 Deckel. Das heißt, wir können bei dem die Goldbahn gar nicht verkaufen. Geil. Ich guck trotzdem mal. Ah, okay, die bringen auch nur 7000 ein. Was heißt nur 7000? Einen. So. Akzeptieren. So, hast du denn irgendwas Schönes für uns? Vermutlich nicht, das war klar. Ja, natürlich, das ist natürlich auch wieder so eine Sache. Woher, ja, wie sollen wir denn eigentlich die Goldbahn verkaufen? Niemand hat doch so viel Geld. Das ist ja wirklich so. Das ist ja absolut lächerlich. Ich suche jetzt echt mal nach hier Bosa. Bosa, 25.000 können wir uns bald leisten. Esther. Nee, das brauchen wir eigentlich nicht. Das kaufe ich mir auch auf... Das kaufe ich mir jetzt. Oder? Trefferpunkte minus 5, aber das zieht uns selbst was ab. Aber ich finde die Waffe so geil. Gehenna. Sieht geil aus irgendwie auf dem Bild. Den Goldbarren können wir uns gerade zurückkaufen für 13.000. Jagdrevolver. Okay, wir können uns jetzt hier also echt alles leisten. Kettensäge ginge natürlich auch. Kettensäge Hartmetallzähne. Ich glaube, da werden wir noch sehr, sehr viel Spaß haben, Freunde. Vor allem jetzt hier Medizinstick. Wieso heißt der Medizinstick? Ich glaube, das ist eine falsche Übersetzung. Mini-Atombombe. Auch sehr effektiv. Gegen wahrscheinlich sämtliche Gegnertypen. Ich glaube, die Panzerbüchse nehme ich auch mal mit. Ich habe die nämlich gleich mit. Die Panzerbüchse ist eine ultra geile Waffe. Plasmakanone. Was ist eine Plasmakanone? Ich gucke hier gerade noch mal kurz durch, ne? Nicht, dass ihr jetzt glaubt, ich verdrödel jetzt hier Zeit, sondern... Scharfschützenkarabiner ist natürlich auch geil. Speerrüstung. Trapperbüchse. Sturmkarabiner, ne? Zwei Phasen auf Wiedersehen ist sowieso der beste Name für eine Waffe. Zeit für Schläfchen. Was ist denn das? Ach, die ist silent. Okay. Wisst ihr, was wir jetzt machen? Wir kaufen uns jetzt einfach mal die ganzen geilen Sachen zusammen, ganz ehrlich. Polizeischrotflinte, Plasmakanone, Panzerbüchse nehme ich jetzt einfach mal. Gibt es zwei Panzerbüchsen? Wo ist denn der Unterschied? Panzerbüchse, Spezialbolzen. Ich nehme jetzt mal die Panzerbüchse. Panzerbüchse, Spezialbolzen kaufe ich jetzt mal. Wobei, nee. Nee. Wir wollten ja was ganz anderes machen. Miniguns. Muss ich auch alles noch kaufen, ne? Aber erst, wenn wir genug Geld haben, natürlich. Und zwar Gehenna kaufe ich mir jetzt. Akzeptieren. Zack. Jetzt hat er nämlich wieder 15.000.
Und jetzt können wir es ganz einfach machen. Jetzt kaufen wir ihm, verkaufen wir ihm gerade den nächsten Goldbarren. Nee, nur einen. Na, komm. Nur einen erstmal. So. Und jetzt können wir uns gerade die nächste Waffe kaufen. Boah, ich sitze jetzt auch schon wieder im Dunkeln. Das ist ziemlich krass. Also es ist jetzt wieder mitten in der Nacht, mehr oder weniger. Und ich sollte eigentlich das Licht anmachen. Bloß mein Lichtschalter ist natürlich komplett woanders im Raum. Was natürlich super ist. Das heißt, ich sehe quasi hier nur den Bildschirm und kaum die Tastatur. Naja, okay. Egal. Das machen wir jetzt auf jeden Fall alles noch. Leichtes MG ist natürlich auch geil. Brauchen wir aber, glaube ich, nicht. So, da haben wir die Panzerbüchse. Nehmen wir die ADW und das. Akzeptieren. Und dann verkaufen wir wieder dem nächsten Goldbarren. Wobei, ich glaube, jetzt können wir sogar zwei verkaufen auf einmal. Goldbär, Goldbär. Akzeptieren. So, ich glaube, das reicht jetzt auch schon mal. Polizeischrotflinte brauchen wir eigentlich nicht. Panzerfaust habe ich gelesen. Powerfaust. Präzisionsgewehr wäre natürlich auch eine geile Sache eigentlich. Präzisionsgewehr 5075. Ich glaube aber, das lassen wir jetzt erstmal noch, bis wir noch ein bisschen mehr Geld zusammen haben. So. Damit wir uns auch die besseren, die größeren Waffen kaufen können quasi. So, jetzt haben wir hier die Panzerbüchse. Die modden wir natürlich gleich mal. Mit dem Spezialbolzen. So. Ist gemoddet. Munition dafür haben wir gar keine. Wir haben lange niemanden mehr gesehen. Vielleicht haben auch die Monster-Tarnanzüge. Geil! Ich freue mich. Ich freue mich. So, wir nehmen aber jetzt mal die Panzerbüchse, auch wenn wir keine Munition dafür haben. Vielleicht hat der ja Munition für uns. So. Was brauchen wir denn? 50er, ne? Ich glaube, der hat die. Der hat, natürlich hat er die. So. Das ist natürlich auch sowas. Munition müssten wir uns eigentlich auch mal kaufen. Rückstoßdämpfer. Patronen. Brauchen wir die? Wahrscheinlich nicht. So, doch ganz ehrlich, bevor ich jetzt hier weitermache und weiter hier im Dunkeln hocke, mache ich erstmal eine kleine Aufnahmepause und dann sehen wir uns sofort wieder bei Let's Play Fallout New Vegas und ich bin voll froh, dass wir jetzt mal wieder in der richtigen, ja, in der quasi richtigen Welt sind. Und ich reiße jetzt eigentlich einfach nochmal schnell zum Bunker zurück. Wo haben wir denn dann? Dateien, bla bla bla, bla bla bla. Wo ist denn der Bunker? Der ist hier hinten, ne? Da ist er, ne? Ja, da gehen wir jetzt gerade mal wieder hin zurück. Ich hoffe, die Sachen liegen noch da. Und dann mache ich mal eine kleine Aufnahmepause hier. Waffe kann ich ja jetzt wegstecken. So, und ich höre schon, ja, unser ganzes Zeug liegt noch da. Und an dieser Stelle, ja, würde ich mal sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge wieder. Und dann widmen wir uns vielleicht mal wieder der Hauptquest, mal schauen. Je nachdem, wohin es uns verschlägt. Naja, dann würde ich mal sagen, mit dem schönen Blick hier drauf sehen wir uns dann, ja, gleich wieder. Und wie gesagt, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal, euer Fennec. Ciao.